So, und damit hey und willkommen, das war völlig falsch, zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Diesen Simulator habe ich mir bereits vor ein paar Monaten runtergeladen, weil es hier einen DLC gibt, mit dem man einen DeLorean zusammenbauen kann. Ich habe normalerweise mit Autos gar nichts am Hut. Ich weiß nicht, woraus Autos bestehen, ob jetzt aus Gummi oder aus Himbeersoße. Das ist, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe auch keine Ahnung von PS und überhaupt gar nichts. Ich weiß nur, DeLorean ist mein Lieblingsauto, mag ich sehr gerne. Und wenn DeLorean draufsteht, I'm a simple man. Ich klicke drauf und downloade mir den Kram und spiele es dann in diesem Video an und genau das werden wir heute tun. Dementsprechend verzeiht mir bitte, wenn ich wenig Ahnung habe von dem, was ich gleich tun werde, aber vielleicht wird es ja trotzdem ganz cool, weil es gut umgesetzt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir hier noch nicht angeschaut. Wir spielen es wie immer blind. Wir nennen uns hier Birgie Mac Bly. Birgie Mac Bly. Wie geil, Alter. Oh, jetzt geht's los. Willkommen zum Auto-Werkstatt-Simulator 2015. In diesem kurzen Tutorium werden wir dir die grundlegenden Mechanismen des Spiels zeigen und dir beibringen, wie du die ersten Auftragsangebote auswählst. Alright. Oh, das Telefon. Erster Kunde. Hast du das Telefon klingeln gehört? Das ist ein neuer Kunde für dich. Geh zum Schreibtisch, nimm das Telefon ab und überprüfe, was zu tun ist. Alright. Wo ist das Telefon? Da ist das Telefon. Aufträge. In diesem Menü kannst du alle Aufträge in der Warteliste betrachten. Einige von ihnen sind gesperrt, da du mehr ERF benötigst. Erfahrungsfische. Hier kannst du Aufträge annehmen oder, wenn du sie nicht magst, ohne Konsequenzen ablehnen. Neue Jobs werden hier jedes Mal, wenn ein Kunde dich anruft, erscheinen. Alright. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne meinen DeLorean bauen. Den möchte ich ablehnen jetzt hier. Aber ohne Konsequenzen bitte. Rino Piccolo, ablehnen. Interessiert mich nicht, Alter. Ich bearbeite nur DeLoreans, Alter. Darauf habe ich mich spezialisiert. Mit was anderem muss ich mir nicht kommen. Ich finde es auch geil, dass man jetzt hier gefangen ist, eigentlich bis man jetzt einen angenommen hat. Und kann es sein, dass die ganze Zeit nur der Rico Piccolo kommt? Ist es vielleicht hier in der Stadt das meistverkaufte Auto? Nee, das ist auch der Royal Bianco. Routineüberprüfung interessiert mich nicht. Irgendwann wird ein DeLorean-Besitzer anrufen, Leute. Ich garantiere es euch. Währenddessen, ich trinke mal ein bisschen mein Käffchen hier. Es wäre, glaube ich, wirklich so, wenn ich eine Werkstatt hätte. Ich würde mich hier so hinsetzen. Ah, ruft wieder einer an mit so einem scheiß Renault Twingo, Alter. Da habe ich keinen Nerv drauf, Leute. Ich warte jetzt hier, bis ein DeLorean anruft. Ah, nee, komm, mach mal, wegkommst. Und nebenbei hier schön mitten im Leben und so. Der Kaffee ist übrigens von gestern, den sollte ich jetzt lieber nicht trinken. Oh, nee, nicht der schon wieder. Harry, der ruft schon wieder den Renault Twingo-Typ hier an, Alter. Sperr mal seine Nummer. Ja, wimmel den ab, den Spaten, Alter. Was ist denn los? Ich werde vermutlich werde ich gezwungen. Ich werde gleich gezwungen, diesen eins dieser beiden Fahrzeuge auswählen zu müssen. Die Musik wird auch ein bisschen so eine Mischung aus Classic und so ein bisschen nice deepen House, Alter. Okay, Auto lässt sich schwer kontrollieren. Da schauen wir uns an, Leute. Egal, da müssen wir ein bisschen arbeiten. Okay, kannst du abgehen, Alter. Ich hab Bock, Alter. Ich hab Bock. Dann schauen wir uns das an und tunen hier den Renault Twingo oder den Royal Bianco und gucken, vielleicht ruft er dann kurz danach gleich einer an. Also, was haben wir denn jetzt hier für Möglichkeiten? Alter, die Mucke ist so geil, Alter! Das Fahrzeug lässt sich schwer bewegen oder schwer lenken. Dann wird doch hier vermutlich irgendwas bei der Achse hier kaputt sein, oder? Wo haben wir den denn hier? Oh, das Telefon klingelt! Vielleicht ist das ein DeLorean, Mensch! Hallo? Royal Bianco, Alter. Forget it. Kann ich nicht sonst selber einen Wagen kaufen? Und den so selber tunen? Ich bitte, der muss doch möglich sein. Kann gar nicht angehen. Dann schließen wir den Laden einfach gleich. Und tunen an unserem eigenen Wagen hier. Oder können wir den selber aus verschiedenen Einzelteilen hier zusammenbauen? Oh, es klingelt. Ja, hallo? Oh. Wechselt das? Nee, das will ich aber beides nicht hier. Das ist doch nur dieses eine Auto, oder was? Jetzt mach mich gerade zusammen. Ich bin sehr unglücklich gerade. Ja. Ja, oh, ein Renault Piccolo. Habe gar nicht erwartet, Alter. Wie nice ist das denn? Erstmal die nice Kamera jetzt hier mit. Erstmal ein paar nice Selfies machen, Alter. Oh, es klingelt am Telefon, Leute. Da müssen wir mal ganz fix rangehen jetzt. Hey, Royal Bianco, Alter. Nice. Das scheiß Telefon, das ist aber wahnsinnig. Und die ganze scheiß Dubstep-Mucke hier. Ich dreh völlig durch gerade hier, Alter. Lass mich raus hier. Lass mich auf den Parkplatz, bitte. Ich benötige 9000 Erfahrungsfische, um deine Werkstatt aufzuwerten, Alter. Das Telefon klingelt. Was könnte das nur sein? Vielleicht ein DeLorean? Ein Royal Bianco und ein Rino Piccolo. Wie geil ist das denn, Alter? Wo geht die Mucke aus? Wo ist das Radio? Erstmal Step by Step. First things first. Das ist das Radio. Oh. Oh. Kurz zur Ruhe kommen. Alles gut.
Ich trau mich nicht. Ein Maluch? Den hatten wir vorher noch nicht. Ich kann ihn nicht mal abnehmen. Auch weil ich Erfahrungspunkte brauche. Aber das heißt, wenn der DeLorean gleich kommen würde, dann... Dann wird es trotzdem nicht gehen. Das ist ja mega geil hier. Wir müssen das jetzt noch... Alter, ich dreh mich voll durch hier, Alter. So. Also, Reparaturauftrag. Hier kannst du die Details deines Auftrages einsehen. Ja, bla bla bla, komm. Auto lässt sich schwer kontrollieren, Teileliste bereitgestellt, Stabilisator, Koppelstange hinten. Ja, natürlich, ich hätte selber sagen können. Dieses Telefon ist so stressig, Alter! Aber ich kann auch einfach abschließen, ja? Quasi sagen, ich habe was ausgetauscht, dabei habe ich es gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal auf die Hebebühne, es bringt ja nichts. Harry, heb mal hoch das Ding jetzt hier. Ja, ein bisschen höher wäre schon ganz geil. Machen wir das hier? Na klar. Ja... Das ist ein angenehmes Geräusch, Alter. Ja, geil. Dann schauen wir mal. Lässt sich schwer kontrollieren. Guck mal, Autofederung. Auspuff. Ich würde einfach mal sagen, wir tauschen einfach alles hier unten aus. Hallo? Ich würde gerne Pizza bestellen. So eine schöne Margarita mit so Jalapenos und Sauce Hollandaise drüber. Alright. Ich tausche jetzt hier einfach die Autofederung aus. Das geht nicht. Okay. Oh Gott. Ach, oh Gott. Teilezerlegung. In diesem Modus kannst du die Teile von einem Auto entfernen. Jedes Teil kann von verschiedenen Bereichen des Autos aus erreicht werden. Es ist so unglaublich praktisch, dass ich mich mit Autos überhaupt nicht auskenne. Wir haben doch jetzt hier aber vorhin gelesen. Wir gehen nochmal in den Reparaturstatus. Dass der Stabilisator in der Koppelstange hinten kaputt ist. Könnte das bedeuten, dass die Koppelstange... hinten, auch tatsächlich hinten im Auto ist. Da war doch was. Stabilisator. Da. Schaut mal. Ey, wie geil. Wir müssen nach hinten. Da. Einfach mal rausreißen. Okay. Das habe ich falsch gemacht. Aber schaut mal. Zustand steht 29%. Das bedeutet ja schon mal, dass wir hier auf jeden Fall beim richtigen Patienten sind. Das heißt, ich bräuchte vermutlich... ein Ersatzteil. Also, Autoteile laden. Wir brauchen vom Fahrwerk, denke ich mal, das gehört da vermutlich dazu, oder? Antriebswelle, das war doch so ein langer Stab, war das hier. Hinterer Stoßdämpfer. Autokenner müssen auch gerade richtig viel Spaß machen. Hier, Stabilisator, Koppelstange. Nee, was? Koppelstange? Will ich kaufen. Nice! Okay. Leute. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier austauschen können. Das wäre ja gigantisch, wenn das jetzt funktioniert. Ich bin Feuer und Flamme, Alter. Da bin ich richtig drin jetzt hier. Koppelstange. Ich brauche Werkzeug. Ich kann mir das nur so vorstellen. Wie komme ich an mein Werkzeug? Hier. Da. Gib mir mein Werkzeug. Oh, Bosch. Krass, Alter. War das jetzt ein Placement? Muss ich das Video jetzt markieren? Ist das ein Dyson, Alter? Sieht ein bisschen aus wie... so eine Mischung... das uneheliche Kind von R2-D2 und Wall-E. Ich kann hier aber auch nichts von meinem Werkzeug nehmen. Ich finde das Tutorial gerade so ein bisschen... Ich fühle mich ein bisschen hängen gelassen vom Tutorial gerade. Ach, den kann ich... Ah! Ach, natürlich! Ach, das ist ja richtig realistisch hier. Muss ich jetzt erst alles andere abbauen hier? Ey, das ist aber... eigentlich ist es ganz nice. Okay, Leute, das kriegen wir hin. Aber muss ich denn wirklich von hier ran? Ich kriege das auch nie wieder zusammengebaut hier. Ah, guck mal! Hier jetzt die Schraube raus. Jetzt ist das weg. Jetzt gehen wir in den Zusammenbaumodus. Und machen hier Teil zusammenbauen. Guck mal! Guck mal! Digga! Da die Schraube wieder rein. Doppelt andrehen hier. Zack! Jetzt wieder den Reifen dran. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, die Chose ist repariert oder was? Schaut euch das an. Oh! Das wollte ich nicht. Wir tun einfach so, als wäre es so abgegeben worden. So, Auftrag abschließen. Es fehlen Karosserieteile. Ah, er ist erwischt. Da hat er uns erwischt, der Alte. Der alte Schlawiner. So, komm. Vorne dran, Alter. Aber fahren können wir damit jetzt offenbar nicht. Das ist ja auch sehr schade. Das hätte ich ganz cool gefunden. Auftrag abschließen. Nice! Erfahrung 104 haben wir jetzt, ja? Okay. Ich wäre jetzt bereit für ein neues Telefonat. Das wäre ein unglaublich schönes Auto. Das ist ja so viel besser als in DeLorean, den ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Klopfendes Geräusch, Luftfilter, Unterteil. Okay, alles klar. Harry, ich schieb's mal rüber zu dir auf die Ladebank, ja? Ja, es ist... Okay, der Luftfilter. Der ist doch bestimmt... Wo ist denn so ein Luftfilter? Luftfilter, schaut mal. Luftfilter, Unterteil. Okay, also müssen wir jetzt hier...
das hier? Okay. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an hier. Ja, das habe ich ganz vermisst, Mensch. Okay, was muss ich den kompletten Motor dafür auseinandernehmen oder was verlangt der jetzt von mir? Ja, ich nehme erstmal den Anlass heraus. Nehmen wir mal den Anlass heraus hier. Der stört auch nur. Ich mache den Wagen auch einfach ein bisschen leichter. Dann hat man ja logischerweise auch mehr Speed drauf. Nehmen wir mal hier noch einen Bremsverstärker einfach raus. Hier die Zündspulen können auch alle raus. Die braucht man eigentlich auch nicht. Das war jetzt so ein Relikt aus den 60ern, aber inzwischen ist es nicht mehr so notwendig. Öl reinlassen. Ja, komm, einfach alles rein. Ja, genau. Da muss wohl der Abgaskrümmer nochmal abgenommen werden hier. Habe ich denn die Inventarteile jetzt? Ja, guck mal. Dann mache ich jetzt einfach mal alles verkaufen hier. Ja, komm. Zack, alles verkauft. Ich würde mal sagen, die vordere Feder hier, die brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. So, was ein Auto heutzutage gar nicht mehr braucht, sind Zündkerzen. Die kann man auch einfach alle problemlos rausnehmen. Das ABS-Modul, klar, ja komm, ABS, also wirklich. Das bisschen lenken kann man auch noch selber, oder nicht? So, die ABS-Pumpe brauchen wir dementsprechend auch nicht mehr. So, das Emblem hier vorne kann eigentlich auch weg. Die vordere Stoßstange brauchen wir auch nicht. Wisst ihr was? Ich lasse das Auto jetzt einfach verschwinden hier. Ich verkaufe jetzt hier alles, Alter. So, zack. Können wir es ihm noch umstellen? Na, einfach auf die Hebel hoch. So. Ja, der wird schon nicht fragen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich zur nächsten Folge den DeLorean mal irgendwie gekauft bekomme. Es kann ja nicht angehen, dass wir hier irgendwie so viel leveln müssen. Wir wollen den DeLorean auseinanderbauen. Und dann schauen wir uns das Ding auch an. Also das hier als kurzes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Däumchen da. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Oder heute Abend bei Sky, 19 Uhr. Nicht vergessen. Macht's gut, tschüss, euer Bergmann.